Hallo, mein Name ist Udo Brandt und heute habe ich folgendes Thema für euch. Hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von ungarninfo.de. Wie ihr seht, es ist ja nun jetzt schon ein paar Tage her, die Haare sind etwas grauer geworden, aber wir waren jetzt letztens in Nordskanischa gewesen, mal auf dem Flohmarkt, und von dort aus habe ich euch ein paar Bilder und kurze Videosequenzen mitgebracht, die ich euch jetzt im Anschluss gerne zeigen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich hoffe mal, ihr habt mal so einen kleinen Eindruck jetzt von dem Markt bekommen dort. Also, um alles mal so in Ruhe sich dort anzuschauen, könnt ihr so mit 2 bis 3 Stunden rechnen, so groß ist also der Markt. Natürlich, das Schönste, was einem auf dem Markt passieren kann, oder was man am liebsten macht, ist natürlich, wenn man etwas kaufen möchte und man möchte mit dem Händler handeln. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass es mit den Männern einfacher zu handeln ist. Mit den Frauen ist das immer so eine Sache, die sind da ganz schön hartnäckig manchmal. Ich wollte mir was Bestimmtes kaufen und es hat bestimmt 5 Minuten gedauert, dass ich 200 Forint gespart habe. Habe sie aber gespart und die Frau hat mir die 200 Forint Rabatt gegeben. Okay, falls ihr hinfahren solltet, wünsche ich euch viel Spaß. Und bis demnächst wieder zu einem neuen Video. Ciao!